Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPaverick. Ja, in dem heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Lavendel relativ einfach durch Stecklinge selbst vermehren könnt. Das ist die beste und erfolgsversprechendste Methode. Und ja, ich zeige euch mal Schritt für Schritt, wie ihr da vorgehen müsst. Die beste Chance haben die Stecklinge, die nicht abgeschnitten werden, sondern abgebrochen werden. Darum breche ich mir hier mal einen raus. Ja, die Stecklinge sollten so ca. 12 bis 15 cm lang sein. Am unteren Ende sollte das Ganze etwas verholzt sein. Und dann entfernt man hier noch unten das Blattwerk. Und steckt ihr das Ganze ca. 8 bis 10 cm in den aufgelockerten Boden hinein. Wichtig ist, dass es immer feucht gehalten wird. Und ja, die Wärme unterstützt natürlich auch die Wurzelbildung. Von daher empfehle ich als Monat den August. Denn da hat die Pflanze aufgehört zu blühen und investiert somit auch keine Kraft mehr in die Blütenbildung und kann sich jetzt vollkommen auf die Wurzelbildung konzentrieren. Ja, das Ganze dauert ca. 8 Wochen und dann sollten sich die ersten Wurzeln gebildet haben. So, wir haben jetzt mittlerweile Oktober, 8 Wochen sind vergangen und jetzt möchte ich mal prüfen, wie sich hier meine Wurzeln entwickelt haben. Dazu buddel ich mal vorsichtig hier eine Pflanze aus. Ja, und da sieht man hier schon ganz gut, dass sich da schon die ersten Wurzeln hier gebildet haben. Ja, ihr seht also, die Vermehrung über Stecklinge ist hier relativ einfach. Ich pflanze das Ganze wieder ein, damit es sich noch weiterbilden kann. Ja, im Frühjahr dann wird das Ganze austreiben und auch die Blüte wird dann kommen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Paverick.